So, Christoph, das sind all die Fragen, die jetzt die Leute gerade eben vor ein paar Minuten an dich gestellt haben. Das heißt, jetzt werden wir hergehen und dir ein paar Fragen stellen, okay? Lass uns erst was trinken. Ah ja, du hast recht, ja. Du hast recht, ja. Das ist ganz wichtig, das auch Training für Afrika. Du kannst ja an Austrocknung sterben, ne? Also du musst immer schauen, dass du gut hydriert bist. Ach so, okay, ja. Gut. Und du weißt ja, was in der Wüste das Motto ist, ne? Safe water, drink champagne. Safe water, drink champagne. Alles klar, ja. Gut, dann mache ich mal hier auf diese Gläschen, ja. Diese Gläschen. Die allererste Frage ist, braucht man für den G6x6, den du bei der Go Luxury Tour mitnimmst, einen anderen Führerschein? Anders ist relativ, du brauchst den Führerschein, den ich noch habe. Früher hattest du den Führerschein bis 7,5 Tonnen. Die Youngsters haben den Führerschein nur bis 3,5 Tonnen, da brauchst du den größeren, das ist richtig. Also wenn du den G6x6 fährst und du hast einen normalen Führerschein und du wirst angehalten. Den normalen, den jüngeren, richtig, ja. Der ist ja nur bis 3,5 Tonnen, genau. Und der 6x6 wiegt 4,2 Tonnen. Also ist eine Waffe und für eine Waffe brauchst du einen Waffenschein, sprich einen besseren Führerschein. Also, super. Salute. Ja, danke, salute. Was passiert also, wenn man angehalten wird? Dann ist es quasi Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja, das ist dasselbe, wenn du jetzt einen LKW fährst, dann hast du einen PKW-Führerschein. Du fährst Motorrad und hast einen Autoführerschein. Krass, ja. Krass. Darf jeder bei dir vorbeikommen und diese Autos anschauen? Oder gibt es eine Art Eintritt? Oder wie funktioniert das bei dir? Weil, also wirklich jede dritte Frage ist gerade, darf man bei dir vorbeikommen? Also wir sind sehr offen. Ja. Natürlich darf man vorbeikommen. Man muss sich zu benehmen wissen. Ich möchte niemanden, der hier auf der Motorhaube rumturnt oder uns belästigt. Mhm. Aber nette Leute sind immer gerne gesehen. Und jemand, der, ich sage jetzt einfach mal, das soll jetzt nicht altmodisch klingen, aber der Anstand hat und weiß, wie er sich zu benehmen hat und auch dankbar dafür ist, dass er in die heiligen Hallen rein darf, ja. Allerdings in die Halle rein geht man nicht alleine, geht man bei uns mit einem Verkäufer. Mhm. Es ist schön, wenn Interesse da ist, aber wenn jemand ganz offen und ehrlich kommt und sagt, Mensch, ich würde mir das gerne mal anschauen, mich faszinieren Autos, dann haben wir da auch immer offenes Herz, wenn wir auch die Zeit dazu haben. Hast du immer an dich geglaubt und hast du all deine Ziele schon erreicht? Das ist relativ. Du wirst nie im Leben alle Ziele erreichen können. Du musst vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, du musst auch mit Rückschlägen klarkommen. Mhm. Weil das Schlimmste ist ja, du bist erfolgsverwöhnt, du wirst leichtsinnig so und dann weißt du nicht, wie gehst du mit dem Rückschlag um. Da musst du einfach dich auch selber auffangen können. Du musst in der Lage sein, eine Schlacht zu verlieren, aber den Krieg trotzdem zu gewinnen. Relativ. Ich bin glücklich mit meinem Leben. Also ich würde einfach mal sagen, ich habe meine Ziele erreicht. Das heißt nicht, dass ich irgendwo jetzt die Power raus ist oder so. Mhm. Ich liebe Herausforderungen, neue, die kommen. Mhm. Es ist auch ein Ziel, sage ich mal, neue Herausforderungen zu meistern, was mir unwahrscheinlich viel gebracht hat. Das würden wir jetzt sehen im Fish River Canyon. Mhm. Eben auch die langen Läufe, die Hindernisläufe, ins eiskalte Wasser zu springen, sich zu überwinden, es zu können. Das bringt dir sehr viel und da bist du auch zufriedener. Du musst da nicht der Erste sein, aber du musst durchkommen. Was war deine beste Investition, fragt der Amir Gamdisi. Okay. Deine beste, also im Sinne von jetzt Immobilien, Gold, ein besonderes Auto, also die beste finanzielle Investition. Okay, du hast es auch finanziell gebracht, weil wenn er mich fragt, die beste Investition ist mein Sohn. Nein, ja, ja, klar, aber er meint jetzt die beste finanzielle Investition. Ich würde es gar nicht so trennen. Die beste Investition muss nicht finanziell sein. Für was brauchst du Finanzen? Dafür, dass du glücklich bist. Ja. Du kannst dir damit viel leisten. Christoph, er fragt trotzdem. Er hat explizit gefragt, was war deine beste finanzielle... Er hat sogar gesagt, es zählen auch keine Coachings, keine Bücher. Wirklich, was war deine beste finanzielle Investition mit dem höchsten Return on Invest? Du musst jetzt nicht sagen, was für ein Return das war, aber was? Nein, das war eine Investition in Immobilien vor 10, 15 Jahren. Und die Lage war gut, es hat ein bisschen Glück mit reingespielt. Und das war an sich, wenn ich so zurückblicke und spontan sage, das war die beste Investition. Und hier fragt es gerade jemand, sind Immobilien beim jetzigen Markt, bei der jetzigen Zinspolitik immer noch eine interessante Investition? Oder würdest du jetzt eher sagen, Immobilien gerade eher ein bisschen... vielleicht schon überpreist? Die Immobilienpreise sind sehr hoch, aber was interessiert ist ja an sich nur das Delta. Du kaufst dir etwas mit Fremdkapital,
Sprich, der Preis bestimmte die Rendite, also eine Miete X, den Preis Y. Mhm. So, früher hattest du vielleicht eine Mietrendite von 10% bei einem gewerblichen, schönen Immobilienobjekt. Also, keine Ahnung, kostet eine Million, bringt 100.000 Euro Miete im Jahr. Und du hast gezahlt, sagen wir, 7-8% Zinsen auf dein Darlehen. Also ist dir ein Delta von rund 3%, 4% geblieben. Ja. Heute kostet dieselbe Immobilie vielleicht 2 Millionen. Du kriegst trotzdem die gleiche Miete, du hast also nur noch eine Mietrendite von 5%, aber du hast halt auch nur noch Zinsen von 2%. Das heißt, Delta ist das gleiche, obwohl die Immobilie doppelt so teuer ist. Solange die Zinsen so niedrig bleiben, wirst du damit kein Problem haben. Das Problem passiert dann, wenn die Zinsen steigen und du hast kalkuliert eben mit einem sehr niedrigen Zins. Und da muss man aufpassen, die Immobilien sind teuer. Selektiv vorgehen, es gibt immer noch Schnäppchen und vor allen Dingen etwas, wo du eine Vision hast, wo du es entwickeln kannst, was nicht schon komplett durchentwickelt und durchgestylt ist, sondern wo du auch Raum hast, selber noch Ideen und Entwicklung reinzubringen. Hattest du am Anfang Startkapital oder hast du es dir selber verdient, das Startkapital? Ich hatte am Anfang Minuskapital, aber ja, ist tatsächlich so. Ich habe langsam angefangen. Ich habe damals natürlich auch nicht viel ausgegeben. Ich habe auf 30 Quadratmetern gewohnt. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Das war die Herausforderung auch wieder, genauso wie es heute noch ist. Und dann kam es eben langsam und danach ging es etwas schneller, glücklicherweise. Was ist deine Lieblingsauto-Marke und was ist dein Lieblingsauto? Gut, ich finde meinen Bugatti natürlich ultra geil, keine Frage. Aber wenn man mich jetzt so fragt, was ich fast noch geiler finde, ist mein Polo mit 220 PS. Der macht einfach richtig Spaß. Gut, Spaß macht auch der 6x6, Spaß macht der 4x4 hoch 2, Spaß macht es im Maybach hinten zu sitzen. Die Lieblingsautomarke, spontan jetzt wieder Maybach. Okay, ja. Und ansonsten ja. Lamborghini, weil es einfach böse ist, auf der Straße zu kämpfen, zu fighten. Bugatti ist der Gran Turismo mehr. Aber so von den Emotionen ist der Lamborghini vielleicht vorne dran, weil er einfach auch provokativ ist und fürs Gesetzte gediegene der Maybach. Natürlich ist der Rolls-Royce auch schön, sonst säßen wir hier nicht, um genau, ein Interview machen. Dann, was war das größte Transaktionsvolumen, was du übers Telefon abgeschlossen hast? Boah, jetzt wird schwierig. Du kannst natürlich sagen, ja, am Telefon habe ich den Deal gemacht und ich gehe nur noch hin zum Unterschreiben. Ja. Wo also der Deal am Telefon halt klar gemacht. Wenn es um Börsengeschäfte geht, wo du telefonieren kannst, einen Auftrag durchgibst, was würde ich sagen? 2 Millionen? Okay, ja. Okay, alles klar, interessant. Mit welchem Business hast du angefangen? Also was war Autos. Dein Auto? Autos, alles rund ums Auto. Okay, würdest du einen Ingenieurstudiengang empfehlen? Ich empfehle jede Bildung. Ob es ein Ingenieurstudiengang ist, wenn dir das liegt und Spaß macht, mach das. Wenn du Philosophie studieren willst, studier Philosophie, wenn dir das Spaß macht. Nur darin deine Erfüllung findest und gut drin bist. Vermögen oder Cashflow? Und da schreibt er noch zusätzlich, würdest du zuerst in was, also würdest du quasi zuerst auf Cashflow gehen oder erstmal sparen und in eine Immobilie investieren? Also was wäre dein primärer Ansatz? Cashflow oder Vermögen? Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du jung bist und wenig zu verlieren hast, dann geh auf Ertrag, sage ich einfach mal. Das wird mit Cashflow gemeint sein. Genau, geh auf Ertrag, dass möglichst viel reinkommt, weil da hast du ja noch nicht viel, wo du auf Sicherheit Wert legen kannst. Je mehr du hast, desto mehr musst du darauf achten und eben auf Sicherheit Wert legen. Ja, jetzt kommt eine ganz ähnliche Frage. Bonität oder Liquidität? Weil es ist ja so zum Beispiel, es gibt ja viele, die schieben ihr Geld irgendwo ins Ausland, die gehen extra nach Dubai und so weiter, dann haben die zwar Liquidität, aber in Deutschland keine Bonität. Also was findest du wichtiger, Bonität oder Liquidität? Das ist auch wieder so eine schwierige Frage. Es ist eine schwierige Frage und ich denke, man kann es auch nicht pauschal beantworten. Es hängt davon ab, was du auch tun willst. Die richtige Balance, wie im Leben immer, die Work-Life-Balance, hier auch die Balance zwischen einer guten Bonität, aber auch schlagkräftig zu sein und Cash zu haben, Liquidität zu haben. Liquidität kann manchmal wichtiger sein als die Bonität, aber du brauchst wiederum die Bonität, um Liquidität zu kriegen. Ja. Also da einfach aufpassen und es an der speziellen Aufgabenstellung ausrichten. Dann die nächste Frage. Wofür gibst jetzt du nicht unternehmerisch dein meistes Geld aus? Also jetzt außerhalb vom Business. Also hier wird quasi gemeint privater Konsum. Wofür gibst du da das meiste Geld aus? Wo legst du da den meisten Wert drauf?
Natürlich an den Dingen, an denen man Spaß hat. Das kann einerseits ein Luxusprodukt sein, das kann einerseits eine, keine Ahnung, 3 Liter Flasche Amande Briac im Cavalli-Club sein, wie wir es bestimmt auf unserer Go-Luxury-Tour haben werden. Ja. Es kann der private Luxus des Rolls-Royce sein. Aber wofür ich an sich wirklich viel Geld ausgebe, ist Sport. Zum Beispiel nach Namibia fliegen. Ja. Wir würden eine geile Tour machen im Fish River Canyon. Mhm. Das ist auch nicht ganz billig. Ja. Wir brauchen die passende Ausrüstung. Wir müssen hinfliegen. Wir bleiben ein paar Tage vorher. Akklimatisation oder Bergsteigen. Kilimandscharo oder auch Papua. Ja. Die Karstenspyramide, die wir bestiegen haben, kann ich jedem nur raten. Das ist Life-Building. Da weißt du mal, was im Leben wirklich zählt und was wichtig ist. Life-Building ist ja meine Marke. Genau, wir können es kombinieren. Ja, sehr geil. Wenn du den Fish River Canyon überlebst, dann gehen wir nach Papua mal. Warum tust du dir sowas wie einen Ultramarathon an, schreibt hier jemand? Weil ich es kann? Nein, weil es ultra geil ist. Das Gefühl, wenn du fertig bist mit dem Laufen, es geschafft zu haben, dann noch im Maybach zu sitzen und dich zurückfahren zu lassen, noch ein schönes Gläschen aufzumachen und du sagst, jetzt kann ich aber, was weiß ich, ein Bier, ein Weizen, isotonisches Sportgetränk oder einen schönen Wein oder einen Champagner trinken, relax, schlaf gleich ein. Das Gefühl, es geschafft zu haben, ist ultra. Und auch eines muss ich sagen, ich war vor einem, oder letzten Sommer in Monaco. Ja. Nikki Beach feiern. Kumpel von mir war dabei, hat mega ausgegeben. Es war so lustig, alle Leute waren da, die besten Hasen und so weiter. Und dann haben wir uns unterhalten, ja, was machst du? Und dann an dem und dem Wochenende. Ich sage, nee, hey, da kann ich nicht. Ich kann ja Trailer fahren, lauf in Ultramodern. Wie, was machst du? Ja, ich laufe 85 Kilometer in Hochkönig Man, 5000 Höhenmeter. Das auch zu wissen, man kann's. Mhm. Man kann trotzdem auch feiern und einen coolen Luxury-Lifestyle haben. Das ist unbezahlbar. Richtig geil, ja. Bitte um professionellen Rat. Wie würdest du 10.000 Euro am besten investieren und in was, wenn du unter 30 wärst? Es sind immer so, ja, Leute, allgemein nochmal, je genauer eure Fragen sind, desto besser werden auch die Antworten, weil die Antwort kann nur dann richtig gut sein, wenn die Frage auch richtig speziell gestellt ist. Das ist nicht wieder so eine relativ offene Frage, aber wo würdest du, wenn du jetzt unter 30 wärst, 10.000 Euro rein investieren, wenn du auch noch Arbeitnehmer wärst? Also ich würde es momentan, hohe Immobilienpreise haben wir gehabt, 10.000 Euro ist auch noch nichts, wo du dir wirklich was Sinnvolles kaufen kannst. Ja. Ich würde es in Aktien anlegen. In Aktien, ich würde auch Standardwerte. Hast du spezielle nehmen. Aktien, wo du investierst? Ich kann jetzt keine Empfehlung abgeben, aber ich würde Standardwerte nehmen, die sind marktbreit, die sind liquide und würde davon aber was nehmen, was vielleicht den Zenit überschritten hat. Ich sage mal eine Bayer. Ist ein solides Unternehmen, hat Probleme mit Glyphosat, wird es wahrscheinlich lösen, wirft eben auch Liquidität ab, hat eine gute Dividendenrendite, Dividende, was wichtig ja. ist. Mhm. Bayer, Telekom, Deutsche Bank vielleicht auch, keine Dividende, aber so tief wie es ist. Oh, Daimler, Bank. Die Autowerte wurden wieder runtergeprügelt die letzten Tage. Ja. Daimler hat einen sehr, sehr hohen Substanzwert, der deutlich über dem Aktienkurs liegt. Sowas, ich würde es auf 4, 5 Beine verteilen. 2000, 2000, 2000, 2000. Richtig geil, so würde ich es machen. Mhm, geil. Hier fragt jemand, ist Karl S. ein Eierkopf? Hier wird das gefragt. Nee, nicht so wirklich. Nein, der Karl S., der dritte jetzt im Off, den finde ich richtig witzig, weil du dich halt auch nicht scheust zu provozieren. Weil du einfach sagst, das ist meine Meinung, das ist so. Entweder kommst du mit klar oder halt nicht. Ein Problem, was wir, denke ich, heutzutage wirklich haben, oder was die Jugend hat, ist diese extreme Vollkasko-Mentalität. Alles ist versichert, alles ist behütet, du darfst schon nur noch 30 fahren, im Spiegel muss stehen oder bei den Amis Angst, oder so. Ja. Objects in the mirror can be closer than they appear. Das musst du doch selber wissen. Ja. Du musst doch selber wissen, wo du aufpassen musst. Du musst selber wissen, dass wenn du einen Fuß vor den anderen setzt, wann du vorsichtig bist. Und das musst du einfach selber lernen. Du musst kleine Fehler machen können, um dich selber vor großen Fehlern zu bewahren. Da auch vielleicht, Leute, ein kurzer Input von mir. Mein größter Luxus ist Meinungsfreiheit. Korrekt. Weil wir haben jetzt gerade ein Event gemacht, Bei dem Event waren wieder 1500 Leute knapp da. Da machen wir jetzt wahrscheinlich jetzt im Februar nur von dem Event vielleicht eine halbe Million, vielleicht eine Million plus, also Profit plus. Und das allererste, was ich da sehe, ist, geil, Meinungsfreiheit. Dann kann ich sagen, was ich will, weil mich kann kein Chef feuern, mich kann keiner kündigen, wenn mich einer verklagen will, ich kann mir einen guten Anwalt leisten. Das ist ein Thema. Nein, das ich ist muss deine mit Deppen Einstellung. Arbeiten, Du eckst auch an, du sagst, das ist meine Meinung. Ja. Wer es akzeptiert oder wer damit klarkommt, okay, wer damit ein Problem hat, soll es reinschreiben in die Kommentare. Entweder antwortest du oder nicht, je nachdem auch, ob er Anstand hat, ob er sauber formuliert oder ob er einfach assi ist. Ja.
Und das ist das Allerwichtigste. Und jeder, der dir, denke ich, folgt, kann sich darauf verlassen, dass du deine Meinung rüberbringst und nicht das, was du meinst. Es wird gerade gern gesehen, ob es richtig ist oder falsch. Du bist der Überzeugung, das ist richtig und das sagst du. Und das schätze ich unwahrscheinlich an dir. Sehr cool, hey. Hier schreibt der Freddy, schreibt, was macht einen guten Vertriebler aus deiner Sicht aus? Ein guter Vertriebler hat zwei Dinge. Er kann gut beraten. Mhm. Oder er hat drei Dinge. Er kann sich in den Kunden hineinversetzen. Was braucht der Kunde? Ja. Wie wird er gern angesprochen? Wie wird er auch motiviert? Ja. Und das Dritte und das Wichtigste ist, er muss auch abschlusssicher sein. Es bringt nichts, wenn er nur gut berät und den Kunden streichelt. Und der andere, ich sag mal, eine andere Vertriebsdrecksauer, die der Kunde morgen kommt, die sagt, ja, hier, pass mal auf, du reißt jetzt alles hier, unterschreib mal bei mir. Ja. Nee, du musst auch, du musst gut beraten können, du musst aber auch abschließen können. Ja. Hattest du jetzt auch mit deinem Erfolg schon so richtige Leute, die dein Geschäft irgendwo kaputt machen wollten? Also die dir irgendwelche Klagen an den Hals gehetzt haben? Hattest du schon mal wirklich richtige Angriffe? Ja, jetzt im Autohandel kann man so nicht sagen, wir haben kein Alleinstellungsmerkmal. Natürlich gibt es neidische Konkurrenz, die dann irgendwie nebendran das Gleiche machen will oder sagt, wir machen es jetzt noch besser. Aber du, da bin ich gesetzt, da lächle ich drüber. Ja. Weil das hängt mit harter Arbeit zusammen, mit Durchhaltevermögen. Und es bringt ja nichts, wenn du heute, wenn du hier anfängst und morgen bist du da oben, aber übermorgen bist du wieder ganz weit unten. Sondern du musst kontinuierlich und da von mir aus auch langsamer aufsteigen, aber halt immer ein sauberes Fundament und Wissen. Ich habe Rückfallposition, aber ich gehe weiter nach oben. Ja. Hier fragt jetzt jemand, prozentuale Verteilung beim Fokus von deinem Geschäft. Also ist jetzt quasi der größte Fokus bei Produktentwicklung, bei Marketing, bei Vertrieb oder bei Personal? Also wie setzt du deine Zeit ein? Jedes Unternehmen besteht ja aus verschiedenen Elementen. Wo legst du den größten Fokus rein? Gut, wir sind im Bereich Autos oder auch im Bereich Leasing sind wir an sich ein Handelsunternehmen. Leasing ist mehr Dienstleistung, aber wir handeln in dem Fall mit Geld. Ja. Da ist natürlich der Vertrieb ein ganz wichtiger Punkt, Vertrieb, ganz klar. Ganz wichtig, ja. Was man nie unterschätzen darf, ist der Faktor Arbeit, also die Menschen, mit denen du arbeitest. Mhm. Wenn jemand Bock drauf hat, mit dir zu arbeiten, unbezahlbar. Kannst du fünf andere rauswerfen, kann einer alleine schaffen, wenn er Lust drauf hat. Ein Punkt ist natürlich auch Kapital. Du brauchst das gewisse Kapital, klar, die typischen Faktoren. Aber ich sage einfach mal Vertrieb und deine Kollegen und Mitarbeiter, solange du es nicht alleine machen kannst. Und jetzt, gab es in deinem Leben so Art Mentoren oder Coaches, von denen du richtig viel gelernt hast, oder hast du dir das meiste selber beigebracht? Ich sage jetzt mal nicht die typischen Mentoren oder Coaches, aber es gab, sage ich mal, Freunde, die einem geholfen haben. Das ist unbezahlbar einfach wieder. Ja. Wenn du einfach locker sein kannst, weil du weißt, ich habe einen Fallschirm. Ne? Ich bin im Flieger und wenn's kracht, ich habe den Fallschirm. Kracht, weil du dann auch lockerer sein kannst. Du kannst auch mal die außergewöhnliche Schleife fliegen, wo sich der andere nicht traut, weil er eben keinen Fallschirm hat. Du kannst da weiter an deine Grenzen gehen. Das war ganz wichtig. Ohne das hätte ich es nie geschafft. Da gibt es eine Person, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, die mir immer diesen Rücken freigehalten hat. Und ohne diese Familie hätte ich es nie geschafft. Muss man ganz klar sagen. Aber so einen typischen Coach hatte ich an sich nicht. Da habe ich mir sehr viel selber beigebracht. Natürlich, was ich versucht habe von dem oder jenem, der erfolgreich war, einfach was rauszuhören. Von dem hast du die kleine Information im Immobilienbereich, der sagt, Mensch, wenn du deine Firma hast, nebendran wird ein Grundstück verkauft. Überlegst dir dreimal, ob du es nicht vielleicht doch kaufst, weil wenn es weg ist, kriegst du es nie wieder. Mhm, ist nicht so, dass du dann, was weiß ich, in den Supermarkt gehst und dann zahlst du halt mehr. Ja. Wenn das Grundstück weg ist und der will nicht verkaufen, hast du keine Chance. Mhm. Solche Dinge oder auch bei Investitionen etwas vorsichtig sein. Was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, du musst dich was trauen und Fehler machen in einem überschaubaren Bereich. Mhm. Und aus denen lernst du an sich am meisten. Dir kann 10-mal ein Coach oder ein Mentor sagen, mach so und so. Wenn du selber mal auf die Schnauze fällst, dass du es nicht so gemacht hast und dann sagst, oh, warum tut denn das so weh, verdammt nochmal, ich will nicht mehr, dass es weh tut, dann achtest du viel mehr drauf. Also du musst kleine Fehler machen können. Ja. Jetzt die nächste Frage, auch wieder sehr interessant. Glaubst du, in 10 Jahren fahren wir immer noch Verbrennungsmotoren oder wir fahren da Wasserstoff oder Strom oder noch irgendwas anderes? Oder glaubst du wirklich, wir bleiben größtenteils
bis in 10 Jahren immer noch beim Verbrennungsmotor? Also ich denke auf Sicht von 10 Jahren überwiegend ja. Mhm. Weil wenn ich jetzt, ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, jemand, der sehr auf Tesla fixiert ist, mhm, er fährt das Tesla-Auto, er investiert in Tesla-Aktien, er hat sehr viele Argumente gebracht, warum Tesla der Marktführer schlechthin sein wird, ja, in der Zukunft. Aber auch da habe ich gelesen, Teslas Batterien und Modellzyklus ist ja schon 8 Jahre alt. Ja. Also von daher, die nächsten 10 Jahre wird der Verbrennungsmotor die Hauptsache sein. Ich glaube auch nicht, dass Elektro die Lösung ist. Ich bin kein Elektro-Fan. Ja. Ich bin ein großer Fan von Wasserstoff. Ja. Da braucht man einfach noch ein bisschen, auch bis die weitere Verbreitung kommt. Wir deklinieren ja alles durch, es muss ja alles sicher sein und so weiter, getestet sein. Ich denke, 10 Jahre sind da ein mittlerer Zeitraum. Langfristig Sicht von 20, 30 Jahren, keine Ahnung, was noch kommt, aber werden wir immer weiter davon weggehen. Ja, jetzt haben wir noch 2 brutal interessante letzte Fragen. Wir haben auch so 3, 4 Schrottfragen drin, die wir nicht machen. Nein, wir müssen noch zum Ende kommen. Wir werden jetzt noch 2 sehr interessante Fragen machen. Und zwar einmal, die Automobilbranche in Deutschland. Glaubst du, die kommen jetzt in den nächsten paar Jahren richtig in Probleme rein oder siehst du das als einen stabilen Player? Ich denke, Deutschland hat die beste Automobilindustrie weltweit. Die italienischen Autos schätze ich allerdings auch sehr, auch die französischen. Mhm. Aber es ist ja, liegt ja nicht nur allein daran, dass wir gute Autos bauen. Vielleicht sind wir weltpolitisch einfach ein bisschen unter die Räder gekommen und andere Länder möchten mehr profitieren. Andere Strömungen möchten andere Dinge auf den Markt bringen. Gehen wir ein bisschen in die Verschwörungstheorien. Ein Elektroauto kannst du ganz leicht kontrollieren. Du weißt immer, wo es ist. Du kannst es auf Knopfdruck fernabschalten, was auch immer. Mit einem Verbrennungsmotor hast du Individualität, hast du meiner Meinung nach Meinungsfreiheit. Du drehst deinen Schlüssel rum, du kaufst dir irgendwo Benzin und du fährst. Das kannst du mit anderen Dingen nicht so. Ja. Also die Individualität wird immer mehr auf der Strecke bleiben. Ja. Und das ist bestimmt auch gewollt. Bargeld ist nicht mehr gewollt. Du kannst auch sonst anonym irgendwo, keine Ahnung, wenn es da peinlich ist, weil es da, ich weiß nicht, was kaufen willst, zahlst halt bar. Das ist die Freiheit, die du hast, die Meinungsfreiheit. Ja. Mit der Kreditkarte in, weiß jeder, was du kaufst. Keine Ahnung, in was für ein Dings oder was du dir kaufst. Da hast du vielleicht Hemmung. Jetzt muss ja nicht jeder wissen. Der Banker, der dann ausdruckt, sieht das sonst. Du willst das einfach nicht. Ja. Und das ist das Thema. Wir gehen einfach mehr in die Elektromobilität, weil sie kontrollierbarer ist. Ja, und jetzt die letzte Frage. Und zwar, wenn jetzt quasi morgen Angela Merkel zu dir kommt und sagt, so, du hast jetzt den Job, du musst ihn übernehmen, was wären die ersten 3 Gesetze, die ersten 3 Themen, an denen du schrauben würdest? Da muss einen Schluck nehmen. Aber gute Fragen haben die Zuschauer heute. Prost, nicht schlecht, gell? Ja, nicht schlecht. Ja? Ich glaube, es wäre nicht jugendfrei hier, was ich propagieren würde. Ich werde, glaube ich. Also, ich habe mein durchschnittlicher Zuschauer, man glaubt es nicht, ist 29 Jahre alt. Mein durchschnittlicher Zuschauer. Nein, das war mehr so ein Schatz. Es ist vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich glaube, ich würde relativ. Ich würde es mal erst überlegen, ich würde erst mal zurücktreten, vielleicht erst mal sagen: Hey, ich brauche einen Monat, ich brauche ein paar Berater, was kann ich tun? Aber ich würde relativ krasse Dinge auch tun, ich wäre bereit dafür. Ich würde wahrscheinlich deutlich mehr Freiheiten an den Menschen geben. Ja. Aber auch klare Regeln schaffen. Solange du das und das erfüllst, was weiß ich, die 10 Gebote einfach mal zu nehmen, da kannst du dich bewegen. Aber wenn du diese Linie überschreitest, dann wirst du nicht gestreichelt und Haar und hin und her, dann gibt's halt auf die Finger. Mhm. Verdammt nochmal, es ist so. Sag mal, das ganze Steuerthema, da Subventionen, dorthin, her. Du kommst doch nur noch gut durch, wenn du dich extrem in dem Thema auskennst, eine gute Lobby hast. Und der einfache Mensch, der arbeitet und an sich seine Ruhe haben will, abends auf der Couch, der wird doch nur noch verarscht. Ja. Bin ich der Meinung. Ja. Das deutlich vereinfachen. Was weiß ich, 10% von allen für den Staat oder whatever, aber nicht da und dort kannst du wieder was zurückfordern, du zahlst auch Steuern und dann kannst du deine Pendlerpauschale wieder anfordern, dann kannst du das wieder machen. Mumpitz, alles so einfach wie möglich gestalten. Da erst einmal auch den die Möglichkeiten des Betruges oder der der Schlawinereien einfach ausschließen und aber klare Konsequenzen auch androhen, wenn jemand gegen einfache Regeln verstößt. Ja. Da haben wir noch so ein paar ganz schnelle, kurze Fragen. Hast du einen Wiesmann? Nein, habe ich nicht. Würdest du gerne einen wollen? Nee, ich habe mal so ein Ding gehabt zum Verkaufen. BMW-Technik geil, aber ansonsten war es mal alles ein bisschen zu gebastelt. Okay, was ist deine Top 3 Lieblingsuhren, die du besitzt selber?
Oder mal Piquet, Rolex, Richard Mille. Ab welcher Jahresrendite würdest du eine Immobilie kaufen? Hängt von der Finanzierbarkeit ab. So, und dann also die Frage ist das Delta und die Frage ist die Lage. Ja. Hast du eine geile Immobilie, mhm, die zwar teuer ist, aber was eine mega geile Lage hat? Ja. Oder hast du in Anführungszeichen eine Schrottimmobilie, mhm, wo aber eine geile Rendite bringt? Ich würde sagen, ist Delta müssen irgendwo 3-5% sein. Wenn du Cristiano Ronaldo oder Donald Trump für eine Woche sein müsstest, wen würdest du wählen? Donald Trump. Okay, und wenn du Justin Bieber oder Tiger Woods sein würdest für eine Woche, wer würdest du sein? Kann ich gar nichts mit, ich spiele kein Golf und ich singe nicht. Das wäre nichts, würde wieder Donald Trump nehmen. Okay, alles klar. Und warum Donald Trump? Der Job ist geil. Ich meine, du kannst alles bestimmen, oder? Der Job ist geil. Okay, der Job ist geil. Ja, ja. Die Frau ist geil, die Sekretärin sind geil. Der Flieger ist geil, ultra geil. Der Flieger ist krass. Der Flieger ist richtig krass. Nein, du kannst da natürlich was bewegen. Und auch zu Donald Trump, grenzwertig das Ganze, man kann ihn sehen, wie man will. Ja. Aber er redet einfach, er redet auch das, was er meint. Vielleicht ist das krasser und feindet sich eher an, aber viele andere tun, was sie meinen, reden aber irgendeine Wolke drumherum. Ja. Das ist einfach nur schön anzuschauen, verschleiern schön alles, zu hören, ja, verschleiern. Und das finde ich nicht gut. Und das sind wir harte, klare Worte, egal ob sie mag oder nicht, sind wir da lieber. Ja, und gibt es noch eine andere Person, wo du sagst, hey, da würde ich gerne mal eine Woche reinschlüpfen? Reinschlüpfen. Also, ja, rein also, nee, also, du schlüpfst nicht in die Person rein. Ja, ja, schon klar. Du rutschst auch nicht rein, sondern du bist die Person, genau. Was für eine Rolle? Ja, keine Ahnung. Coole Rolle, ein Designer, keine Ahnung, Gianni Versace gibt's nicht mehr. Jemand, der kreativ ist, der was bewegen kann, der Visionen hat. Wir brauchen einen Namen, du Christoph, wir brauchen einen Namen. Ich suche ja selber, ich versuche gerade zu suchen. Keiner, du, ich wäre mal gern Karl S. Ja, hör auf, ja klar. Ja, ich wäre mal gern eine Woche Karl S. Das ist, glaube ich, ein richtig cooler Lifestyle. Das ist auch eine gute Nachricht. Schuldet uns so viel Geld. Also, du schuldest uns richtig viel Geld. Das ist mein Zahlungsanbieter, der ist ein sehr guter Zahlungsanbieter, aber er schuldet mir sehr viel Geld noch, ja? Okay. Das ist die gute Nachricht. Also dann können wir vielleicht doch noch über den Rolls Royce reden. Du bist kein Problem. Wenn wir, Leute, wir machen eins. Wenn wir jetzt im Februar durch das Event, durch alles 1 Million Euro Profit machen, dann werden wir den Rolls Royce zulegen, aber nur dann, ja? Also ich wünsche dir viel Profit. Christoph, kein Problem. Also ich freue mich vor allem auf unseren Lauf und ich freue mich drauf, dass wir auf dem Krokodilfluss Skifahren gehen. Warte mal ganz kurz für alle, wir haben uns ja drüber unterhalten. Mhm. Wir sind ja zu dritt im Team Zitzmann, mit Dubai Alex, Karl S. und ich. Wer von uns gecoacht werden will und mitkommen will? Also wer einigermaßen Fitness hat oder auch nicht so weit ist, mit uns auch hier die Vorbereitungsläufe machen will, Bock hat mitzugehen. Wie gesagt, was ich vorhin auch gesagt habe, Sport ist auch teuer. Es kostet Geld, man muss zahlen. Wir fliegen nach Afrika, wir sind eine Woche dort. Rechne mal einfach, keine Ahnung, mit Flug. Boah. Ein Zehner ungefähr. Na, minus. Zehner brauchst du nicht. Ich würde mal sagen, zwischen 3 und 5, wie auch immer, wir lassen uns dort auch gern gut gehen. Wer da Bock drauf hat, es wird hart. Wir laufen nachts allein durch die Wüste. Wir sind im Canyon, es können wilde Tiere kommen. Es ist eine Herausforderung. Aber wer da Bock drauf hat, schreibt Karl oder schreibt mir. Und dann schauen wir, ob wir euch mitnehmen können. Das wird ultra geil. Wie genau steigert man seinen Firmengewinn um 61% innerhalb eines Quartals? Man darf sich nicht auf folgende drei Zahlen konzentrieren. Und das Ganze wird jetzt auch etwas kontraintuitiv. Und zwar, ich habe früher immer auf drei Zahlen geschaut. Wie viel Kunden habe ich? Wie viel Umsatz mache ich? Und wie viel Gewinn bleibt übrig? Aber die drei Zahlen haben eins gemeinsam. Und zwar, sie haben ein Gleichzeichen vor sich. Das heißt also, diese drei Zahlen sind Resultate. Sie sind Symptome und nicht Ursachen. Wir als Unternehmer müssen uns auf 4 andere Zahlen konzentrieren. Und zwar, wie sichtbar bin ich? Also wie viele Menschen kommen auf meine Webseite, kommen an meinem Laden vorbei oder ähnliches. Dann, wie viel von diesen Menschen kaufen? Dann, zu welchem Preis kaufen sie und wie häufig kaufen sie? Und dann, wie ist meine Marge, also meine Spanne? Und wenn wir nur diese 4 Zahlen um 10% steigern, erhöhen wir den Gewinn um 61%. Ich möchte es mal ganz kurz beweisen. Von 10.000 Menschen, die einen pro Monat kennen, 10% mehr sind 11.000 Menschen. Dann geht es weiter. Von 10%, die kaufen,
Jetzt kaufen 11%. Das heißt also, ich habe jetzt statt 1000 Kunden 1210 Kunden. Sagen wir, die Kunden kaufen dann nicht im Schnitt 10 mal zu 1000 Euro, sondern 11 mal zu 1100 Euro. Das heißt also, der Warenkorb erhöht sich von 10.000 Euro auf 12.100 Euro. Das heißt also, der Umsatz erhöht sich von 1 Million auf 1,464 Millionen Euro. Und wenn wir dann noch die Marge erhöhen von 20% auf 22%, dann kommen wir auf 322.120 Cent statt 200.000. Das heißt also 122.000 Euro mehr Gewinn, der uns in der Tasche bleibt. Und genau diese Formel werde ich in einem Online-Seminar erklären, und zwar Schritt für Schritt anhand Case Studies von meinen eigentlichen, persönlichen, echten Unternehmen. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann tragen Sie sich jetzt hier unten ein und Sie kommen dann auf eine weitere Seite, wo Ihnen erklärt wird, wie Sie sich zum Online-Seminar anmelden. Das heißt also, geben Sie hier die E-Mail-Adresse an und die Telefonnummer. Warum die Telefonnummer? Es wird circa eine halbe Stunde bis Stunde lang komplett von A bis Z erklärt, wie Sie Ihren Firmengewinn um 61% steigern. Und wenn Sie dann dieses Wissen haben und sagen, es reicht mir völlig aus, ich kann das Ganze selber umsetzen, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Für alle anderen wird es ein Angebot geben, und zwar ein Beratungsgespräch, um zu sehen, wo stehen Sie aktuell und welche Marketing-, Verkaufs-, Produktportfolio- und margenabhängige Maßnahmen kann man denn umsetzen für Sie und Ihr Unternehmen. Und dann wird Ihnen ein Angebot gemacht für ein Beratungsgespräch und dann können Sie von unseren Beratungsdienstleistungen hier Gebrauch machen. Deswegen bitte nur anmelden, wenn Sie Ihre E-Mail angeben, Ihre Telefonnummer und wirklich an dieser Sache interessiert sind und auch Unternehmer sind. Jetzt können Sie sich anmelden. Viel Erfolg. Bis dann.